Zombies unter Kannibalen kann man wahrscheinlich am besten beschreiben als unvergesslichen Zeitzeugen der Horror-Genre-Mischungen. Man kann es positiv sehen, weil es ist einer der wenigen existierenden Filme mit dem Wort Kannibalen im Titel, wo kein Tiersnuff vorkommt. Es ist aber auch einer der wenigen existierenden Filme mit dem Wort Zombie im Titel, wo Zombies relativ wenig Screentime bekommen. Wer allerdings ein Fan von trashigen Splatter-Filmchen ist, der sollte sich Zombies unter Kannibalen auf jeden Fall anschauen, weil die Splatter-Effekte, die Gore-Details und so weiter sind in diesem Film, auch wenn es vielleicht nicht wahnsinnig viele davon gibt, über die ganze Laufzeit des Films verteilt, absolut fantastisch gemacht. Man kann sich über deren Einbettung in die Story, über deren grafische Intensität mit einer entsprechenden Gruppe außerdem noch gut unterhalten, und storytechnisch ist der Film ebenfalls wirklich, könnte man sagen, bietet er sich an für Unterhaltungen, den Film Genuss begleitend. Der Film hat eine absolut unglaublich furchtbare Handlung, mit Logiklücken, die in etwa so groß sind wie das Universum, mit Sachen, die keinen Sinn ergeben, politischen Messages, wenn man so weit gehen kann, die schwer bedenklich sind, und ist einfach nur ein Film in gewisser Hinsicht, den man gesehen haben muss, um zu glauben, dass er wirklich so ist, wie er ist. Wer sich irgendwie einen guten Film erwartet, sollte um Zombies unter Kannibalen irgendwie einen Bogen machen. Wer allerdings ein unfreiwillig komisches Splatter-Filmchen mit großartigen Effekten und sonst mehr oder weniger grundsätzlich nur Schmunzel- und Lachanlass sucht, der ist bei Zombies unter Kannibalen definitiv richtig.